Heute haben wir im Bundestag 2 Jahre Fukushima diskutiert. In meinem Leben haben sich ja schon 2 Super-GAUs ereignet, Tschernobyl und Fukushima. Das Risiko, das ist ganz real. Diese Wahnsinnstechnologie Atomkraft, die ist eben nicht beherrschbar. Und das heißt ganz deutlich, wir müssen abschalten, wir müssen den Atomausstieg haben, und zwar weltweit. Und was machen jetzt CDU, CSU und FDP? Sie sagen Energiewende, aber sie meinen es nicht wirklich. Im Ausland fördern sie mit Steuergeldern über Hermes-Bürgschaften Schrott-AKWs, Schrott-Atomkraftwerke, und im Inland bremsen sie die Energiewende aus. Der Umweltminister von der CDU, Peter Altmaier, hat Angst vor zu viel erneuerbaren Energien. Deswegen möchte er sie bremsen mit seiner Strompreisbremse, was de facto aber eine Ausbaubremse ist, weil rückwirkend bei erneuerbaren Energien gekürzt wird und damit massive Unsicherheit entsteht für neue Investitionen und für die gesamte Energiewende. Er macht die erneuerbaren Energien für die Strompreiserhöhung verantwortlich, obwohl es gerade die großen Ausnahmen für die Industrie waren und gestiegene Öl-, Gas- und Kohlepreise, weswegen die Preise so für Strom gestiegen sind in den letzten Jahren. Der Großteil der Steigerung kommt, weil nämlich gerade Steinkohle und Gas massiv gestiegen sind in den letzten Jahren und weil die 4 großen Stromkonzerne eben richtig abgezockt haben. Und die Konsequenz daraus muss eben heißen, weg von den fossilen Energien, weg vom Machtkartell der großen Konzerne, und das geht nur mit dem Ausbau und mit dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. CDU, CSU und FDP können keine Energiewende, vor allen Dingen wollen sie keine Energiewende. Sie wollen weiterhin die großen Profite der großen Stromkonzerne schützen. Und wir Grüne setzen stattdessen auf eine schnelle, eine kostengünstige Energiewende. 100% erneuerbare Energien ist das Ziel, und dazu wollen wir Ausnahmen bei der Industrie zurückführen. Wir wollen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Herzstück der Energiewende, erhalten und weiterentwickeln, weil es Wind und Solar billig macht, und wir wollen die Energiewende ordentlich im Haushalt finanzieren, Gebäudesanierung, das Marktanreizprogramm, Forschung für erneuerbare Energien, und dafür wollen wir ökologisch schädliche Subventionen abbauen und so eine schnelle Energiewende für die Zukunft erreichen.